du fährst doch jetzt wirklich, oder? Komm in die Gruppe! Leute, wir sind jetzt an so einer richtig geilen Teststrecke, beziehungsweise Rennstrecke. Die sieht so geisteskrank aus. Also die ist riesengroß. Ich kann mal ein Google Messbild oder ein Drohnenbild einblenden. Das ist wirklich geisteskrank. Und hier werden wir jetzt mit dem Tesla von Moritz und dem Lamborghini. Huracan durchfahren und würde sagen, ich darf wahrscheinlich auch mal mitfahren bei dem Lambo. Und ich bin noch nie irgendwie Lamborghini oder so mitgefahren oder so. Auf so einer krassen Teststrecke erst recht nicht. Und wir sind eben schon einmal mit kurzer Runde mit dem Audi SUV darüber gefahren und mir ist jetzt schon ein bisschen schlecht geworden. Ist ja auch schlecht geworden, Moritz, eben als Audi dadurch gefahren. Johannes, ich kann wieder alles nicht reden. Hast du Bock? Ich darf nicht mal fahren. Ja, ich darf nicht fahren, wenn wir keinen Führerschein haben. Leute, das ist der Lamborghini, mit dem wir gleich über die Strecke hier fahren. Alter, könnt euch mal diesen geisteskranken Felgen. Okay, Leute, ich darf jetzt in dem Lambo mitfahren, einmal die Strecke. Oh mein Gott. Das ist sehr wild. Sieht das schon mal auch wie so ein Spaceship hier drin. Junge, was ist das? Okay, Leute, es geht auf die Rennstrecke. Okay, Leute, das machen wir mal nur noch 100. Das ist krasser als jede Achterbahn, die es gibt. Das ist eine andere Liga. Ich bin so am Zittern. Ich bin so am Zittern. Zitterst du, Johannes? Ja. Leute, Moritz Tesla Logo muss auch mal pink werden. Ja, so viel schöner. Moritz, fährst du auch mit dem Lambo mit? Viel Spaß, Bro! Digga, du fährst doch jetzt wirklich, oder? Komm in die Gruppe! Okay, Leute, wir machen erstmal noch ein Drag Race hier. Oh mein Gott. What the fuck, wie schnell das ist. Leute, dieser Tag ist aber schön, wie er ist, ne? Aber ich habe mir noch eine Kleinigkeit überlegt für Moritz. Dann werden wir aus der Halle die Hüpfburg holen und die Moritz Wohnung aufbauen. Ja. Okay, Leute, es ist jetzt die Zeit vergangen. In dieser Zeit bin ich jetzt endlich da, an dem Ort, wo wir die ganzen Sachen lagern. Von den ganzen Videos, und zwar hier ist es alles von den ganzen Videos, was wir immer benutzt haben, und hier befindet sich auch die Hüpfburg, und die werde ich jetzt mitnehmen und mit dem Uber zu Moritz transportieren. Ich hasse mein Leben. Let's go. Oh Mann. So. Ja, Leute, das ist die Hüpfburg. Ich werde jetzt einen Uber holen, zu Moritz fahren. Und das Ding ist, ich habe ein begrenztes Zeitfenster. Also ich muss mich richtig stark beeilen, weil Moritz ist gerade mit Flash raus. Also habe ich irgendwie nur 10 Minuten Zeit, bis er mit Flash rausgegangen ist. Und so lange ist die Wohnung jetzt leer. Und ich muss mich nicht beeilen, ich darf gar nicht ganz so viel reden. Let's go, weiter geht's. So. Ich würde sagen, wir haben alles. Licht aus. Er wird sich so abfacken darüber. Hallo! Alter. Alter, wie soll ich das alles in den Uber reinkriegen? Okay, let's go. Okay, Leute, ich bin jetzt ganz aufwendig hierhin transportiert und ich bin jetzt da. Und ich werde es hochtragen und ja, let's go. Okay, Leute, ich habe es jetzt geschafft, die Hüpfburg mit dem Ding hierhin zu transportieren in Moritz' Wohnung. Ich hoffe, er kommt nicht wieder. Ich habe gar keine Zeit mehr. Ich muss jetzt sofort eigentlich aufbauen. Ich hoffe, er macht eine große Tour mit Flash. Let's go, wir bauen es jetzt auf. Leute. Das ist die Hüpfburg. Pass auf, ich habe keinen Plan über die Aufbau. Aber ich glaube, es wird lustig, wenn er gleich wiederkommt. Und dann diese riesen Hüpfburg in seinem Wohnzimmer sieht, Alter. Die Hüpfburg wird draufgebaut in 3, 2, 1 und let's go! No f***ing way! Alter, da wäre eine f***ing Hüpfburg ist. Ich
kann nicht mehr. Leute, Moritz hat mich gerade angerufen, dass er jetzt da ist. Da ist die Hüpfburg. Ich würde sagen, wir machen die Tür auf. Heute brauchst du keinen Schlüssel. Wunder dich nicht. Flash, komm, warte mal. Flash. Wunder dich nicht, warum ist so ein Föhn-Geräusch im Hintergrund. Was ist das für ein Geräusch, Digga? Was ist das für ein Geräusch? Was schart da so, Digga? Komm her. Man kann ja nicht mehr alleine sein. Nach so einem anstrengenden Tag mit Lambo fahren und so. Kriegst du noch ein kleines Geschenk? Kriegst du noch ein kleines Geschenk von mir? Junge, meine Geschenke. Kannst du noch erinnern an die Hüpfburg? Kannst du noch erinnern an die Hüpfburg? Ja, meine Wohnung wird nur noch ein Kinderspielplatz. Guck, dieser scheiß Lego steht jetzt noch eine Hüpfburg. Findest du das nicht so für Erwachsene? Geh mal rein. Was ist aus dieser Wohnung geworden? Geh mal rein, spring mal. Nein. Doch, spring jetzt, los! Moritz ist, glaube ich, gar nicht damit vereinverstanden, dass es halt so aussieht in seiner Wohnung. Leute, was ist das nur für eine Scheiße? Ich sage, wir machen die einfach mal auf. Was? Nicht mal mehr das gönnst du mir. Nicht mal mehr das gönnst du mir, Digga. Es sackt ab. Ich hasse mein Leben. So wie dein Leben. Ich lieg schon auf dem Boden, ne? Es sackt ab wie dein Leben. Ich lieg jetzt schon auf dem Boden, ne? Oh Mann. Du. Was eine Scheiße, hier. Nimm das. Du hast die heilige Burg von mir übernommen. Jetzt habe ich sie wieder zurückgenommen. Okay, dann waren wir noch in der Halle und dann ist noch was sehr Dummes passiert. Ich hasse dich auf jeden Fall dafür, Moritz. Das gibt auf jeden Fall Rache. Alter, Moritz, was fällt dir eigentlich ein? Junge, mach ein bisschen Natur. Mach jetzt hier nicht hier den, wie heißt das hier, den Fußballer, der die ganze Zeit... Was fällt dir ein? Warum wirst du mir das Gesicht so weit? Ich will dir so eine Rache kriegen. Weil du, kleiner Hurensohn, mir diese Scheiße, diese anderen Sachen, die ganze Zeit geworfen. Okay, Leute, kurze Side-Story, wie es passiert ist. Moritz und ich haben uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen abgeworfen. Und da meinte Moritz richtig frech, mich mit so einem richtig scharfen und nervigen Teil voll ins Gesicht zu werfen. Und ja, dann habe ich auf einmal angefangen zu bluten. Du hast ein richtig Eis ins Gesicht geworfen. Oh, Digga. Gib eine Anzeige. Guck mal, bei mir ist es so, wenn du mir jetzt. Oh mein Gott! Junge, ich blute! Das läuft nicht mal die Nase runter, weil es schon stehen geblieben ist. Ich esse den. Weißt du was, das ist die ganze Zeit mit so einem dummen Lightning-Dings und du warst gerade unterwegs und sieht aus wie so ein Lappen. Einfach ehrenlos. Samu, was sagst du dazu? Halt's mal. Wie kann man so ehrenlos sein? Es ist kein Fake-Blut, ne? Das Ding ist, es ist noch an der ungünstigsten Stelle. Ich hab Johannes gerade blutig geschlagen. Guckt euch Johannes an. Was ist das? Hör auf, Junge. Junge, Johannes, guck dich Johannes einmal an. Wie kann man das wieder ausmachen? Wie kann man das ausmachen? Leute, beim Rennen ist jemand draufgegangen, Digga. Und zwar mein kleines Auto. Guck's dir an, Digga. Komm, nein. Komm, was ist mal passiert? Ich bin aufgesetzt, Digga. Hier, guck dir's an. Die ist abgerutscht. An welcher Stelle denn? Ich weiß es nicht, Digga. Hast du es gemerkt? Ja, komplett. Das war ein richtiges Rumsen. Weil ich so gebremst habe wahrscheinlich. Und da war irgendwie so ein Hier auch, alles im Arsch. Oh.